Ganz gut. Ja, alles klar, Helmut. Ja, schön, dass es heute geklappt hat. Wir wollen mal heute ein etwas anderes Thema machen. Und was mich dazu inspiriert hat, war ein Buch von Bill Perkins. Auf Englisch heißt der Titel Die with Zero. Auf Deutsch Lebe ein reiches Leben, statt reich zu sterben. Und der Hintergrund, was mich so inspiriert oder zum Nachdenken gebracht hat, war, dass ich in unserer Blase, in der wir ja ein Stück weit hier alle auch sind, in der Finanzcommunity uns alle mit Aktien, mit Sparen auseinandersetzen, ne? Investieren, das macht uns Freude und wir sehen immer ein großes Ziel und du verkörperst ja auf eine gewisse Art und Weise in dieser Finanzcommunity auch dieses Ziel im Sinne von, was es bedeuten kann, wenn man früh genug anfängt, in Aktien zu investieren, wenn man sich nicht treiben lässt von den ständigen Auf und Abs an den Börsen, von dem Gestrei, was stattfindet. Und all das hängen wir uns immer auf mit diesem langfristigen Ziel, um dann diesen goldenen Lebensabend zu verbringen, den du ja auch wieder ein Stück weit verkörperst, mit schönen Urlauben. Ihr wart in Südafrika und hier und dort. Nur ich möchte heute mal mit dir über gewisse Fragen diskutieren, wo denn die richtige Balance ist zwischen tatsächlich Ausgaben, Konsumausgaben auch im Hier und Jetzt und dem klugen Sparen für die Zukunft. Ja, wo ist da der Mittelweg? Und da habe ich dir schon eine Ellenlatte von Fragen gestellt und ich glaube, wir können sehr lange darüber diskutieren. Sag mal, wenn Deswegen. wir durcharbeiten wollen, dann könnte es früher morgen werden. Also, weil ist ja auch ein Thema, über das kann man ja auch wirklich stundenlang philosophieren. Und es ist natürlich auch ein Thema, wo es jetzt einfach keine einzige richtige Antwort gibt. Ja, es ist im Prinzip ist das ja die Entscheidung eines jeden selbst. Eben, spart er überhaupt? Wenn er spart, wie viel spart er dann? Ja, sparen bedeutet immer erstmal Verzicht üben. Ja, das heißt, also wenn ich heute, ich sag mal, 1000 Euro zur Verfügung habe und ich verlebe diese 1000 Euro eben Monat für Monat komplett, ich sag mal von 20 bis 60, dann kommt eben irgendwann das böse Erwachen dann mit Mitte 60, wenn ich dann eben, sage ich mal, in Pension gehe und dann meine 1000 Euro Einkommen irgendwo, ich sag mal, Richtung 400 bis 500 Euro absacken. Und ich bin dann wieder auf einem Einkommensniveau von 30 Jahren vorher. So, das kann ich natürlich verhindern, indem ich eben spare, indem ich eben weiß, ich habe später mal irgendwelche finanziellen Lücken, wenn ich nicht mehr arbeiten gehe, und fülle das eben auf. Und damit fange ich aber auch schon gleich an, auf Teile meines Einkommens zu verzichten. Unabhängig davon, ob ich, sage ich mal, eine Sparquote von 5%, 10% oder 20 oder 30. Also sparen bedeutet Verzicht. Aber das Schöne ist ja, dieser Verzicht wird ja dann viele Jahre später belohnt. Also nur mal ein Beispiel. Ich habe ja mal immer gesagt, mein Startkapital 1982 waren 20.000 D-Mark, also 10.000 Euro. Die hatte ich ja damals praktisch mit 22 auch dann auch auf den Kopf hauen können. Gute Ideen habe ich damals dazu gehabt. Ich habe es nicht gemacht und habe das komplett investiert. Und habe es bis heute praktisch unangetastet stehen lassen. So. Und durch die Entwicklung der großen Indizes DAX, Dow Jones sind praktisch alleine aus diesen 10.000 Euro mittlerweile gut 700.000 Euro Vermögen geworden. Das heißt, also ich sage mal, bei einer Rendite von 4%, also es gibt ja diese 4%-Regel, wenn ich ein Vermögen habe und entnehme von diesem Vermögen dann praktisch 4% jedes Jahr, dann hält dieses Vermögen unendlich. Das heißt, ich muss dann nie an das Vermögen, dann kann ich so. Das heißt, der Lohn ist praktisch heute, ich habe das Geld, ich habe damals auf diese 10.000 Euro verzichtet, habe mir dafür eben nichts gegönnt, was auch immer, und bekomme dafür heute praktisch alleine eben aus diesen 700.000 Euro praktisch ungefähr 28.000 Euro laufende Erträge im Jahr, was also, ich sage mal, so ungefähr 2.200 Euro sind. Eben der Lohn, die Belohnung für den Verzicht, diese 10.000 Euro damals ausgegeben zu haben. Ja. Da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Du bringst das Stichwort rein. Wie viel Verzicht ist denn im Jetzt sinnvoll, um gegebenenfalls einen goldenen Lebensabend zu verbringen?
Und ich sage bewusst gegebenenfalls, weil wir alle wissen ja nicht, wie alt wir werden, ne? Wann unsere Uhr abläuft. Und dann noch einen anderen Ansatz, bevor du auf die Frage antwortest, weil du oft das Wort sparen in den Mund genommen hast. Was mir sehr geholfen hat, persönlich, das Wort sparen zu ersetzen durch sich selbst zu bezahlen. Weil emotional ist es nicht besonders sexy zu sparen, ja, für unser Gehirn, ja. Wenn wir aber sagen, hey, wir bezahlen uns selbst jetzt mit dem Geld, dann ändert sich so in der Gefühlslage was. Aber jetzt nochmal die Frage, also wie viel Verzicht ist aus deiner Sicht denn sinnvoll im Heute, um eben diesen goldenen Lebensabend dann zu bekommen irgendwann? Ja gut, auch das ist jetzt wieder eine individuelle Frage, die jeder ja für sich eben, sage ich mal erklären möchte. Also möchte er, ich sag mal, im Endeffekt, sage ich mal, vielleicht später mal diese Einkommenslücke, mit der er eben rechnen muss als Arbeitnehmer, jetzt nur ausgleichen. Wie früh möchte er zum Beispiel aufhören? Ich meine, ich habe vor ein paar Tagen eine große Statistik gesehen, dass ja die Menschen gar nicht bis 67 arbeiten wollen. Also selbst wenn du heute 18- bis 25-Jährige fragst, haben die schon die Vorstellung, also bevor die eigentlich ins Berufsleben einsteigen, dass irgendwo mit 60 Schluss ist. Und auch in den Altersgruppen danach, also fragst du dann die 25- bis 35-Jährigen und die 35-Jährigen bis 50-Jährigen, ist irgendwo der Wunsch, so ich sag mal, in der Zeitspanne zwischen 59 und 61 aufzuhören. Wenn ich das aber möchte, weiß ich ja, mit 60 höre ich auf, dann fällt mein Einkommen, was ich bisher vielleicht eben, wenn ich selbstständig war, als Selbstständiger oder als Angestellter hatte, fällt das eben hinten runter. Dann muss ich eben irgendwo ja auch Planungen erstellen, wie fülle ich diese Lücke, weil meine Rente bekomme ich dann ja noch nicht oder wenn ich die dann mit 60 schon beziehe, dann habe ich so heftige Abschläge, dass sie vielleicht irgendwo vielleicht so, ich sag mal, bei 25, 30% meines letzten Einkommens liegt. So, dann hätte ich eine Lücke von 70%. So, ich für meine Fälle individuell habe immer gesagt mit meiner Frau, irgendwann bei uns soll mal eben, ich sag mal, auch so mit Mitte 50 Schluss sein. Mit Mitte 50 Schluss sein. Und das Ziel, was wir eben haben wollen, ist dann, dass wir mit Mitte 50 ohne Abschläge aufs Einkommen praktisch dann aufhören können. Das heißt also, dass wir also praktisch bis Mitte 50 einen Status erreicht haben als Investoren, dass wir gesagt haben, wir hängen eben den Job an den Nagel und wir haben eben eine hundertprozentige Ersatzquelle für das Arbeitseinkommen. So. Und das habe ich mir damals eben errechnet, dass man das eben praktisch schafft, ausgehend eben von dem Startkapital, was ich hatte, dass wir praktisch von unserem Einkommen, so ich sag mal in der Größenordnung 10, 12% jeden Monat sparen. Und dass wir es eben auch dann, das kommt ja jetzt noch dazu, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir es eben eigentlich nicht sparen, sondern investieren. Denn ich erzähle ja, glaube ich, kein Geheimnis, hätten wir das in den letzten 35 Jahren, dann sage ich mal, aufs Sparkonto gepackt, dann hätte das nie und nimmer praktisch das Arbeitseinkommen von uns ersetzt. Ja, aber man kann da ja eben Rechnungen erstellen. Was möchte man? Wie möchte es man? So, da hinzu kommt ja auch, dass du ja eben im Endeffekt dann, wenn du solche Planungen mit Anfang 20 machst, dass du ja nicht weißt, wie dein Einkommen, sage ich jetzt mal, mit Mitte 50 ist. Ja, das heißt also, du machst eine Planung und diese Planung passt du alle paar Jahre wieder an die, also weil das Leben verändert sich ja. Zum Beispiel, du machst Karrieresprünge. Also ich habe gesagt, als Angestellter solltest du in deinem Berufsleben versuchen, na, ich sag mal so zwei oder dreimal deinen Arbeitgeber zu wechseln. Das ist immer ein sehr mutiger Schritt, weil du gehst aus einem Unternehmen raus, was du vielleicht ganz gut kennst, wo du die Kollegen kennst, die Vorgesetzten kennst. Du hast eben, sage ich mal, wenn es ein großes Unternehmen auch ist, einen gewissen Kündigungsschutz und dann machst du eben einen Sprung in ein neues Unternehmen, wo ja eben alles das nicht mehr vorhanden ist. Dann hast du eben keinen Kündigungsschutz, du hast eine Probezeit, die beginnt, du hast vollkommen neue Leute, du hast vollkommen neue Vorgesetzte, die hast du vielleicht mal in zwei, drei Bewerbungsgesprächen vorher kennengelernt, um abschätzen zu können, wie du mit denen zusammenarbeiten könntest, aber du gehst eben kalkulierte Risiken ein.
Aber in der Regel wird ja so ein Wechsel des Arbeitsplatzes sehr häufig mit einem sehr deutlichen Gehaltsaufschlag dann vergütet. Das heißt also, je nachdem, ja, wie begehrt du auf dem Arbeitsmarkt bist und wie gut du verhandelst, kannst du ja, wenn du dann so einen Arbeitsplatz wechselst, ich sag mal, dann praktisch auf einen Satz vielleicht auch mal einen Gehaltssprung von 20 bis 30% machen. Wofür du, wenn du eben bei deinem alten Unternehmen bist, vielleicht die nächsten 5, 6 Jahre benötigen würdest, weil du dort vielleicht irgendwo deine 3 oder 4% jedes Jahr bekommst. Ja. Ja, jetzt, Heimut, jetzt hast du auf die Frage nochmal zurückzukommen. Also so wie ich dich richtig verstanden habe, kann man die oder kannst du die Frage nicht pauschal beantworten, sondern die Lösung ist, rechne dir das hoch, wie viel Verzicht im Jetzt sinnvoll ist, um einen goldenen Lebensabend und dann eben auch, was ist ein goldener Lebensabend überhaupt, ist ja auch völlig unterschiedlich. Und was ich dazu empfehlen kann, um das mal relativ schnell zu rechnen, bei Google ETF-Rechner einzugeben. Die sind nämlich für Kalkulationen ganz spannend. Du kannst angeben, was wird deine durchschnittliche Jahresrendite sein, weil wie du schon sagst, wir reden ja nicht vom Sparen auf dem Sparbuch wie Olaf Scholz, sondern wir reden Sparen im Sinne von investieren in den Aktienmarkt, ja. Und dort kannst du schön rumspielen und mal sagen, okay, ich gehe von einer durchschnittlichen Rendite nach Inflation von 6% aus. Ich habe aktuell ein Startkapital, so wie du, 1982 von 10 oder 20.000 Euro. Ja, das liegt hier. Und meine monatliche Sparquote soll 200 Euro sein und ich möchte in 30 Jahren ja, 2 Millionen haben. Haut das hin oder haut das nicht hin? Ja. Und dann kannst du ganz gut spielen, wie viel brauche ich und wie muss ich den Betrag vielleicht auch steigern, wenn ich jetzt 20 bin? Naja, dann wird meine Sparquote absolut vielleicht noch kleiner sein, aber die werde ich ja im Laufe des Lebens im Übrigen auch steigern. Dann lass uns mal auf die zweite Frage eingehen. Die geht so ein bisschen auch in die erste mit rein. Die ist nämlich, wie sieht die richtige Balance zwischen den Ausgaben für die Gegenwart und dem klugen Sparen für die Zukunft aus? Also hängt auch wieder wahrscheinlich davon ab, was deine Zukunft aussehen soll. Aber ja, vielleicht mal ein bisschen konkreter. Was denkst du, Balance? Ja, wann sollte ich meine Ausgabe im Jetzt machen, wann eben nicht? Gut. Auch das ist ja wieder individuell. Also ich sage mal, es ist natürlich so, wenn du sehr früh, ich habe ja mit Anfang 20 angefangen, wenn du sehr früh anfängst, eben regelmäßig zu investieren, dann kommst du, ich sag mal, mit eben überschaubaren Größen von, ich sag mal, 10% deines Gehaltes ganz gut zurecht. Ja, das ist, also 10% zum Beispiel ist jetzt nicht was außergewöhnlich Hohes, wenn man mal statistische Daten sich anguckt. Ja, also die Sparquote der Deutschen ist ungefähr diese 10%. Ja, Problem, wir wissen nur, dass eben 80% der Deutschen leider falsch sparen. Die hauen das Geld eben in Lebensversicherung oder eben auf Sparbücher und da bringt es nichts. Aber es ist eben so, wenn du sehr früh anfängst, kommst du mit diesen 10% sehr weit. Wenn du als 45-Jähriger anfängst zu sparen und sagst, ich möchte dann mit 60 in den Ruhestand, da kommst du mit 10% deines Gehaltes nicht weit. Da musst du eben viel weiter einschränken. Ich sag mal, da brauchst du wahrscheinlich 40 bis 45% deines Gehaltes, um eben dann noch finanziell was Solides auf die Beine zu stellen, weil das Brutale ist der Zinseszinseffekt und der wirkt meistens erst so nach 20 bis 25 Jahren. Also vorher wirkt der gar nicht so richtig. Ja, das sieht man ja auch an den hier in der Community eben, dass Menschen ja eben, ich sag mal, mit relativ kleinen Dividenden anfangen, wo ich dann immer wieder sage, auch die kleinste Dividende wird mal irgendwann richtig groß und richtig fett, wenn man eben am Ball bleibt. So, aber das passiert eben nicht nach 3, 4 Jahren, das passiert eben leider erst so, ich sag mal, nach 20, 25 Jahren. Aber dann kann ich vielen versprechen, wer diese 20, 25 Jahre durchhält, danach setzt ein Turbo ein, da wird es euch wirklich schwindelig. Ja, also da wird das so ein bisschen aufgeholt, was ihr dann vielleicht so in den ersten 20 Jahren dachtet, ach, geht das irgendwie, geht das eben sehr, sehr, sehr langsam voran. So, wo Darf ich jetzt. da, Helmut, dazu ganz kurz mal einen Punkt, ja, weil der Autor, das fand ich auch sehr interessant, jetzt fällt es mir nämlich dazu ein, er sagt zu diesem Leute in ganz jungen Jahren, also jetzt so ein 18-, 19-, 20-Jähriger, den jetzt schon zu animieren, zu sparen,
hält er für nicht richtig. Ich sage dir warum, ja, weil er sagt, diese kleinen Beträge, also 20, 30, 50 Euro, er wird in seinem Leben viel mehr sparen können, ja. Und das wird einen viel wesentlichen Punkt ausmachen. Und in dem Alter, sagt er, und das fand ich auch ganz spannend, er sagt, in diesem Alter, nimm dein Geld und im Zweifel nimm dir sogar noch einen Kredit auf, ja, um jetzt Dinge zu tun, von denen du lange an der Erinnerungsdividende zehrst. Er spricht davon, ein junger Mensch mit 18, 19, mach eine Weltreise, ja, mach Erfahrung, lerne die Welt kennen, lerne andere Menschen, lerne Kultur kennen, weil du im Grunde eine Erinnerungsdividende dann längst möglich bekommst. So ähnlich wie du als Aktieninvestor, der früh angefangen hat, ein Unternehmen zu kaufen, der jetzt lange Dividenden kassiert hat, sagt er, in jungen Jahren, dieses Geld macht den Kohl sozusagen nicht fett, ja, sondern investiere in Erfahrung, weil du dann auch lange von der Erinnerungsdividende zehrst. Was denkst du von diesem Gedanken? Auch das halte ich für sehr wichtig. Also ich bin zum Beispiel auch kein Freund, der jetzt eben im Endeffekt sagt, also versuche jetzt in jungen Jahren vielleicht, ich sag mal, 40, 50, 60% deines Einkommens zu sparen. Aber in einem habe ich eben eine etwas andere Einstellung, weil sparen muss man lernen. So, also es ist so, wenn du hörst ja sehr oft von jungen Menschen, ja, und ich hab ja auch da mit jungen Studenten und Studentinnen in den letzten 2, 3 Jahren viele, viele Gespräche geführt, ja, denen ich dann auch, und das, dann kommt so, ja Gott, ich habe jetzt als Studentin 800 Euro, 900 Euro, da kann ich gar nicht sparen. So. Und dann kommt dann der Nachsatz, wenn ich aber irgendwann mal mit der Uni fertig bin und dann vielleicht mal mein erstes Gehalt 2000 Euro ist, dann können wir uns vielleicht mal unterhalten, dass ich 100, 150 Euro oder so spare. Und dann sage ich immer, wer es nicht irgendwie schafft, aus 800 Euro, und wenn es nur 40, 50, 60 Euro zu sparen lernt, der wird auch feststellen, dass man 2000 Euro sehr, sehr, sehr gut ausgeben kann. Und er wird dann auch später feststellen, dass man eben, ich sag mal 5 oder 10.000 Euro. Ja? Ich hatte mal einen Kollegen in der Investmentbank bei der UBS, der bevor er dann in der Finanzkrise seinen Job verloren hatte, einen Bruttomonatslohn von ungefähr 80.000 hatte. Und er war damals jünger als ich. Aber man hat eben da auch ein heißes Rad gedreht. Als er dann seinen Job verlor, hatte er keinerlei Vermögen. Ja, weil es geht eben auch, wenn du dann eben, ich sag mal, nach Steuerabzug in Zürich, da gehen dann, sage ich mal, ungefähr 35% Steuern weg, ja. So bleibt ja dann von 80.000 Monatslohn auch noch eine ganze Menge übrig. Ja, also es ist eben kein Problem, ich sag mal, eben auch 45.000, 50.000 Franken oder Euro jeden Monat unterzubringen. Ja, krasse, krasse Geschichte, ja. Wer es nicht lernt, der ist dann eben vielleicht irgendwann Mitte 40, ja, hat ein Top-Einkommen, aber hat immer noch, ich sag mal, ein Vermögen eben von fast gegen null. Ja, es war dann eben so, es war ein Sparguthaben praktisch von 500 Franken bei ihm vorhanden. Das war alles. Und der Ja. Monat für Monat natürlich dann in, ich sag mal, vielleicht auch schöne Dinge, die dann eben schöne Erinnerungen hervorrufen. So, ich sag mal, es ist alles eine Frage, meiner Meinung nach, der richtigen Balance. Ja, weil das Leben hat ja eben auch Ungereimtheiten. Also du kannst vieles kalkulieren und berechnen. Du kannst manches nicht berechnen, wie zum Beispiel, dass du plötzlich einen hochbezahlten Job in der Finanzkrise verlierst. Du kannst nicht kalkulieren, wenn du vielleicht plötzlich als junger Mensch eben schwerstens erkrankst und dann vielleicht 2, 3 Jahre nicht arbeiten gehen kannst. Ja, und dann du dieses Geld, diese Jahre eben verlierst, plötzlich eben, sage ich mal, dann mit Kassenbeiträgen zurechtkommen musst. Ja, so, das wirft dich zurück. Genauso gibt es diese positiven Dinge, dass du eben, ich sag mal, einen fantastischen Jobwechsel hast und plötzlich praktisch, ich sag mal, 30% mehr im Monat verdienst. Und ich sag mal, was das Optimale ist, das wissen wir ja sowieso immer erst im Nachhinein und dann ist es eher zweitrangig, weil im Nachhinein heißt es dann in dem Fall, das wissen wir dann, wenn wir tot sind. Ja, dass wir statistisch gesehen heute 80 Jahre alt sind, das ist schön und gut und die meisten
werden auch irgendwo, ich sag mal, in dieses Leben einwachsen. Aber wir wissen eben auch, dass es ein paar Menschen gibt, die werden dann deutlich älter als 80 Jahre, die werden dann plötzlich 90, 95. Und wir wissen eben auch leider, dass eben auch junge Menschen durch Unfall oder Krankheit praktisch von heute auf morgen praktisch aus dem Leben verschwinden können. Ja? So. Ja. Und dann, wenn du wüsstest, wann eben sozusagen dein letzter Tag ist, dann könntest du natürlich deine Finanzplanung viel genauer machen. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass keiner von uns weiß, wie alt ist. Ja, darauf wollen wir auch noch Ja. kommen. Es kamen hier auch ein paar Fragen, auf die ich mal eingehen will. Vielleicht noch als Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Zusammenfassend, sparen muss gelernt sein und deswegen fang möglichst an, sparen zu lernen, ne? Auch wenn es nur kleine Beträge sind. Ich will nochmal einen zweiten Punkt mit reinbringen. Ich glaube, auch der Umgang mit der Börse muss gelernt sein. Und es ist enorm wertvoll, schon mal mit 1.000 Euro an der Börse aktiv gewesen zu sein, in den Jahren, wo 1.000 Euro sozusagen die Welt bedeutet haben für dich, ja, weil du monatlich 20 Euro weggelegt hast. Und diesen Schmerz zu spüren, wenn es mal einkracht, ja, weil 1.000 Euro sind ja in dem Alter enorm viel. Und wenn es dann mal 40% runterrauscht, einfach das mal mitzumachen, mit den Gefühlen umzugehen. Und genauso wie es dann mal hochgeht, je früher du mit diesen Gefühlen umgehen zu lernst, desto wichtiger ist es. Also das waren meine Erfahrungen, die ich jetzt, ich meine, ich mache es ja noch nicht so lange, ich mache es seit 2015, seit 2017 erst so richtig. Also, und habe jetzt ja auch schon Phasen durch, ne? Inzwischen schwankt mein Depot um 10.000 Euro täglich, ja. Und das muss man emotional lernen, wie man damit umgeht, ja. Und deswegen war es für mich sehr wertvoll, erstmal mit 10.000, dann den 100.000er Schritt, dann 200.000, dann 300.000, 400.000, 500.000. Alles war in Entwicklungsstufe. Und wenn ich von heute auf morgen von 0 auf 500, wäre das nicht gut für meinen Umgang zum Beispiel in einem Crash gewesen. Ja. Also das nochmal als Ergänzung dazu. Dann kamen hier ein paar Punkte bezüglich der Abzeichen, die man hier kaufen kann. Das ist nicht, um euch das Geld jetzt hier aus den Taschen zu leiern, sondern der Gedanke ist der, warum habe ich das hier aktiviert? Instagram belohnt Inhalte, die sehr stark nachgefragt werden. Also wenn ihr hier kommentiert, wenn ihr was reinwerft, dann merkt das der Algorithmus und spielt diesen Inhalt mehr aus. Das wohl stärkste Nutzersignal für einen Instagram-Algorithmus ist, wenn Leute sogar bereit sind, für den Content, der da zur Verfügung gestellt wird, Geld auszugeben. Das heißt, Abzeichen kaufen. Das heißt, wenn ihr mich und den Helmut jetzt in dem Fall hier unterstützen wollt, dass das Ding auch im Nachgang möglichst viel bei IGTV ausgespielt wird, dann bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr hier ein Abzeichen kauft. Das Geld werde ich natürlich spenden, ja. Das ist jetzt nicht, um mich jetzt hier zu bereichern. Da werden wir schon was Schönes finden. Und beim Thema Spenden kommen wir jetzt auf die nächste Frage, Helmut. Die hat nämlich dir alle Aktien gestellt, der Michael. Was macht denn der Helmut überhaupt mit seinem Vermögen, wenn er irgendwann nicht mehr da ist? Und die Frage möchte ich anschließen in, wann sollte man denn überhaupt mit dem Abbau eines Vermögens beziehen? Denn wenn ich mal so hochrechne, ich kenne dein Vermögen nicht, aber du hast ja eine 4%-Regelung erwähnt und ich kann ja ein bisschen Kopf rechnen, ja, bei irgendwie Dividendeneinnahmen von 20.000 Euro hast du schon ein recht hohes Millionen, einstelliges Millionendepot, ja. Je nach Und Dorf, sage ich immer. ja, und deswegen mal diese beiden Fragen, vielleicht kannst du darauf eingehen. Es ist ja so, es gibt ja Leute, die versuchen ganz clever zu sein und die sagen, ich habe jetzt ein Vermögen X, bin jetzt 60, habe eine Lebenserwartung von noch 20 Jahren und jetzt verlebe ich das Geld. So. Wenn man dann wirklich mit 80 stirbt, ist es gut aufgegangen. Wenn man dann plötzlich 80 ist und man merkt dann, man ist mit 80 noch bei bester Gesundheit und wird dann nachher, ich sag mal, 90 Jahre alt und dann, ich sag mal, einfach in bitterster Armut, weil das ganze Geld, egal ob das jetzt, ich sag mal, 3, 4, 5 oder 10 Millionen oder 20 Millionen waren, weg ist, ja, und du lebst dann von 80 bis 90 oder 95 in bitterster Armut, das ist wirklich bitter.
Ja, so. Es kommt aber eben auch hinzu, dass wenn man eben ein Vermögen aufgebaut hat über einen Zeitraum von mehreren Dekaden, dass ja eben nachher das dazu kommt, was ich ja vorhin Zinseszinseffekt hatte. Ja, also es wird nachher immer schwieriger, dieses Geld eben loszuwerden. Ja, weil durch diesen Zinseszinseffekt, der ja nachher richtig brutal wird. Warren Buffett hat das mal gesagt, das ist wie so eine Schneelawine. Ja? Ganz oben an der Spitze des ist das, ich sag mal, so eine kleine Eisflocke, eine Schneeflocke. Ja? Und die sammelt dann immer mehr Schneeflocken auf, wenn sie zu Tal fällt. Und ganz unten im Tal ist es dann, ich sag mal, eine Lawine im Zweifelsfall, die dann ein ganzes Dorf begraben kann. So. Auch in etwa eine Dividendenlawine, dass das halt immer schneller läuft. Ja? Man sieht es ja auch an den Altersstatistiken. Wenn du heute mal guckst, wo die großen Vermögen konzentriert sind, die großen Vermögen sind ja jetzt nicht bei den 20- oder 30-Jährigen, die fangen ja an zu sparen, sondern wenn du heute mal guckst, also zum Beispiel, ich habe ja bei der UBS gearbeitet, das ist ja der größte Vermögensverwalter für private Vermögen weltweit überhaupt. So, und unsere Kunden bei der UBS früher, die waren alle im Schnitt im Rentenalter. Ja? Das waren alles Kunden, die irgendwo, sage ich mal, zwischen 60 und 75 waren, also kurz vor Rentner. Natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen jungen, sehr erfolgreichen Unternehmer, der vielleicht mit einer riesigen Geschäftsidee vielleicht schon mit 40 viel Geld auf dem Konto hat und viel Vermögen und dann seine Firma verkauft. Aber in der Regel ist der Millionär, der Multimillionär, der eben, ich sag mal, im letzten Drittel oder letzten Viertel seines Lebensabschnittes, so dann hat er dieses Geld und dann wird es eben, ich sag mal, wenn er eben mit dem Geld einigermaßen vernünftig umgeht, immer mehr und es wird dann schwer, es eben auszugeben, weil es ist eben so, dass du dir ja auch im Prinzip viele Dinge schon angeschafft hast. Ja, also ich meine, junge Menschen, die weniger Geld haben, müssen sich am Anfang eben mehr anschaffen als alte Menschen, die möglicherweise schon, ich sag mal, vieles haben. Ja? So, und man merkt eben nachher, dass man viel Geld hat. Und jetzt kommt eben etwas hinzu. Und man gewöhnt sich eben auch an dieses Vermögen. Ja? Für einen jungen Menschen, der heute 5.000 oder 10.000 Euro jetzt in den letzten Jahren sich zusammengespart hat, ja, ist, sage ich jetzt mal, eine Summe von 10 Millionen, ist sie irre weit weg. Ja, sie ist unvorstellbar. Ja, also, da sagt man sich, Gott, wenn ich heute 10 Millionen hätte, dann wären alle Probleme, dann wäre das Leben eben, sage ich mal, dann hätte ich eben alles erreicht. So, das ist eine unvorstellbare Summe. Wenn du diese Summe dann hast, und das gilt ja auch für geringere Summen, also das erste Ziel ist ja bei vielen die ersten 100.000, dann kommt vielleicht die nächste Summe 500.000, dann kommt eben diese berühmte erste Million und dann kommt eben vielleicht, wenn du weitermachst, die zweite, dritte, vierte, fünfte. Das ist nur so, wenn du diese 100.000 erreicht hast, ja, wenn du angefangen hast mit 1.000 Euro, dann sind die 100.000 erstmal ein Riesenvermögen. Wenn du die 100.000 hast, dann gewöhnst du dich relativ schnell daran. Es ist dann für dich nichts Außergewöhnliches mehr, weil du hast es ja geschafft. Alles, was du geschafft hast, ist ja insofern für dich nichts mehr Außergewöhnliches, weil du hast dann dieses Ziel erreicht. Und dann gewöhnst du dich an dieses Ziel. Und dann setzt du dir vielleicht ein neues Ziel. Und so geht das halt eben, je größer das Vermögen ist, dass du dann feststellst, eben, ja, ich habe es ja eben erreicht. Ja, es ist ja eben nicht außer. Ja. Für einen jungen Sparer, der heute anfängt, ist eben, sage ich jetzt mal, 10 Millionen, erstmal, ich sag mal, wirklich nackte Utopie. Ja, wo er sagt, das schaffe ich ja ohnehin sowieso nie im Leben wahrscheinlich. Also da muss ich ja irgendwann mal hoffentlich zu dem Lotto-Gewinner oder irgendwie, dass plötzlich dann der Notar mich anruft und eine mir nicht bekannte Erbtante, was weiß ich, in Rio de Janeiro, hat mir 6 Millionen oder sowas hinterlassen. Ja, es gibt ja Investoren, die das immer wieder schaffen. Ja, ich habe bei UBS gesehen und auch die Statistiken zeigen das. Ja, also es gibt ja so den Fehlglauben, dass die großen Vermögen, dass die alle ererbt oder weitergegeben werden. Und das ist ja gar nicht richtig. Wenn man sich heute mal diese großen Statistiken der reichsten Menschen der Welt anguckt, dieser Milliardäre, dann stellt man fest, dass, ich sag mal, mehr als zwei Drittel dieser Milliardäre Selfmade-Milliardäre sind.
Die haben irgendwann mal bei Null angefangen. Ja? Auch der Bill Gates. Also, ich meine, sein Vermögen hat mit dem ersten Euro angefangen. Irgendwann mal in den 70er Jahren. Ja, und einer Idee, was man eben dann macht. Und heute gehört er eben, ich sag mal, zu den reichsten Menschen der Welt. Ja, so. Und auch ein Warren Buffett, der ist ja, sage ich mal, jetzt nicht reich geboren worden. Ja, der hat als 11-Jähriger angefangen, Geschäfte zu machen und hat sich dann, ich sag mal, in fast 80 Jahren eben nach oben gearbeitet. Ja, so. Und ich sag mal, auch für einen Warren Buffett, für den wird heute ein Vermögen von 80 Milliarden nichts Außergewöhnliches sein. Ja. Etwas, wo wir sagen, okay, das ist einmalig, das ist nicht zu schaffen. Ja, also das gilt ja auch für Konsumgüter. Man hat ja genügend Tests gemacht. Ja, also ich meine, das ist ja beim Autofahren, wenn ein junger Student gerade mal in der Lage ist, überhaupt, wenn er sich ein Auto leisten kann, dann ein uraltes Gebrauchtes, was ich sag mal irgendwie noch so 1500 Euro kostet. Ja, so, wenn du dem jetzt, ich sag mal, plötzlich dann, ich sag mal, einen Ferrari vor die Tür stellst und sagst, hier, das ist dein Auto, fahr damit. Den kannst du jetzt einfach behalten. Der ist vom Himmel gefallen, der gehört dir jetzt, ja. Der hat sich nach 2 Monaten an diesen Ferrari gewöhnt und dann ist das für den nichts Außergewöhnliches mehr. Ja? Also, und das ist in Geld, ob du jetzt eben ein Ferrari hast oder stell dir mal vor, du lebst in einer kleinen WG und dann da hast du vielleicht 15 Quadratmeter, dann hast du eine erste eigene Wohnung mit 40 Quadratmeter. Ja? So, und wenn du irgendwann mal, ich sag mal, ein Haus mit, ich sag mal, 200 Quadratmetern hast, dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie war das denn damals, als ich da, ich sag mal, auf 30 Quadratmeter gelebt habe. Ja, weil dann ist für dich plötzlich 200 Quadratmeter eben nichts Außergewöhnliches mehr. Ja, und genauso ist das eben mit Geld auch, dass eben im Endeffekt reiche Menschen, ob sie jetzt 1 Million, 10 Millionen oder 100 Millionen haben, sie haben es geschafft, sie haben es gemacht ja, sie haben es realisiert. Und damit ist es eben keine Fantasie mehr. Ja. Für 99% der jungen Menschen in unserer Community sind 10 Millionen jetzt eine Utopie-Fantasie, weil sie jetzt eben, ich sag mal, am Anfang stehen. Und ich sag mal, die nächsten Jahre werden eben darüber entscheiden, ja, wer jetzt, ich sag mal, von denen, die uns heute zuhören, die in dieser Community sind, die vielleicht diesen Weg auch sehr erfolgreich gehen, oder eben andere, die vielleicht irgendwann mal sagen, ich gehe diesen Weg nicht weiter, ich gebe ihn auf, oder eben das Leben einfach ihnen dazu zwingt, das Leben eben zu verändern. Ja, jetzt hast du, das habe ich rausgehört, es ist schwer für dich, dein Vermögen auch auszugeben, weil du in deinem Alter natürlich schon viele Dinge hast, ne? Also du hast dir teure Armbanduhren gegönnt, ja, in deinem Leben. Du fährst einen Traumwagen mit einem Porsche Cayenne. Und dein Vermögen wird natürlich durch laufende Dividenden immer größer. Und es wird immer schwieriger. Jetzt kam ja die Frage von alle Aktien. Wenn du jetzt schon Probleme hast, Helmut, dein Vermögen aufzubrauchen, ja, was passiert denn überhaupt? Also ich wünsche dir 100, 128 Jahre, glaube ich, ist der aktuelle Rekord des ältesten Menschen, habe ich hier auch in dem Buch gelesen. Ich wünsche dir, dass du das toppst, ja. Aber selbst dann wäre dein Vermögen wahrscheinlich noch nicht aufgebraucht. Was passiert denn danach? Und hast du nicht den Zeitpunkt verpasst, mal dein Vermögen früher abzubauen, also eine Abbaustrategie zu fahren? Das tun ja viele Menschen, die eben Vermögen haben. In Amerika sieht man ja bei den ganz großen vermögenden Leuten, dass sie eben anfangen, dann eben dieses Geld zu stiften, auch schon zu Lebzeiten. Also meine Frau und ich, wir tun das ja auch schon. Das heißt, also wir stiften ja heute auch schon wachsende Teile unseres Einkommens und Vermögens eben für wohltätige Zwecke. Und auch der Gedanke, was ist, wenn man eben dann eines Tages nicht mehr auf der Welt ist? Ja, ich meine, irgendjemand hat mal gesagt, was passiert eigentlich, wenn du ein Depot von 20 Millionen hast und du stirbst? Ja, das ist ganz einfach. Du stirbst und das Geld, oh, ja, die Aktien bleiben im Depot und stehen da. Und dann gibt es irgendeinen Rechtsnachfolger. Ja, so. Dann muss man eben einfach dafür Lösungen finden. Ja? Also in der Regel ist es ja heute so, dass normalerweise eben Menschen ja eben das Vermögen an ihre Nachkömmlinge eben weitergeben. Das ist in der Regel die Kinder sind.
Wenn jetzt keine Kinder da sind, dann andere. So. Aber es gibt eben auch sehr viele vermögende Kinder. Und zum Beispiel, das hat ja auch mal der Bill Gates gesagt. Der Bill Gates hat ja auch eigene Kinder. Und er hat eben mal gesagt, also jedes meiner Kinder bekommt genau 1 Million US-Dollar. Und dann hat Bill Gates gesagt, und damit bekommen sie mehr als 99% aller Erben in Amerika. Also das heißt, 1 Million geschenkt ist ja schon ja, ein großes Vermögen. Da kann ein Mensch ja sehr viel draus machen. So, und den Rest, und das sieht man ja, das steckt ja eben in großen Teilen in der Bill Gates Foundation und damit wird eben vieles, vieles bewirkt. Ja, also man muss mal überdenken, wir haben jetzt diese Corona-Krise gehabt mit, ich sag mal, ja, ich sag mal, ein paar hunderttausend Toten weltweit. Das ist eine riesige Zahl, ja. Vor einigen Jahren sind jährlich noch 2 Millionen Menschen an Malaria gestorben. Also viel, viel mehr Todesopfer durch Malaria als durch diese Corona-Krise. Und das ging Jahr für Jahr so. Und dank eben dieser Unsummen, die Bill Gates eben in diese Malaria-Forschung gesteckt hat, ja, ist es gelungen, praktisch das per heute praktisch von 2 Millionen Menschen, die jedes Jahr an Malaria sterben, mittlerweile auf gut 700.000 Menschen nur noch zurückzubringen, was immer noch sehr, sehr viel ist. Ja, aber du siehst, man kann eben mit viel Geld eben auch, ja, ich sag mal, viel Positives bewegen. Und das ist eben genau das, was meine Frau und ich eben auch vorhaben, weil wir haben ja eben eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung wird in den nächsten Jahren praktisch fortlaufend mit Vermögen ausgestattet. Und wir haben uns eben überlegt, dass wir mit diesem Geld eben praktisch jungen Menschen helfen, die eben nicht das machen können, was wir alle hier in der Community, wenn wir jung sind, eben jetzt so als Zielvorstellung haben, dass wir eben im Endeffekt sagen, okay, heute sind wir jung, wir fangen an zu sparen, wir fangen an zu investieren, wir bauen uns unser Leben auf, wir versuchen eine schöne Karriere zu machen, wir versuchen auch, sage ich mal, gut zu leben. Das heißt also, auch ein gutes Leben soll ja eben nicht zu kurz kommen. Und das funktioniert ja, sage ich jetzt mal, irgendwie bei der Vielfalt der Menschen, aber eben leider nicht bei allen Menschen, weil es leider erkranken auch Kinder schon an lebensbedrohlichen Krankheiten, ja, die sie eben Jahre zurückwerfen oder dann praktisch ihr ganzes Leben chronisch krank dann eben zurücklassen oder eben Kinder eben auch an Krankheiten eben versterben. Ja. Und deswegen unterstützen wir eben praktisch diese deutsche Kinderkrebsstiftung, die hier in Bonn sitzt und auch noch unser Fußballnationalspieler Toni Kroos und seine Frau Jessica, die haben ja auch eine Stiftung gegründet vor einigen Jahren, wo sie sich eben im Prinzip um kranke Kinder kümmern, die dann eben, ich sag mal, Therapien und alles das eben und damit werden Forschungen bezahlt, weil es ist so, die pharmazeutische Industrie forscht nicht so gerne nach Kinderkrankheiten. Das hängt damit zusammen, also die pharmazeutische Industrie, die entwickelt lieber ein Krebsmedikament für Erwachsene, weil sie wissen, eben alleine in Deutschland erkranken jedes Jahr, ich sag mal, ungefähr 400.000 Erwachsene an Krebs. So, bei Kinderkrebs ist es Gott sei Dank, sind es nur ein paar Tausend, was aber auch noch, also ja, eben eine sehr hohe Zahl ist. Aber die Pharmaindustrie sagt das ja, also wir konzentrieren uns eben lieber, sage ich mal, auf die 400.000 Erwachsene, die Diagnose Krebs jedes Jahr bekommen und vernachlässigen dann eben in der Forschung ein bisschen eben die Kinder, die eben plötzlich, also Kinderkrebs definiert man eben bis zum Alter, sage ich jetzt mal so 15, 14, 15, 16. Danach ist es dann eben eine Erwachsenenkrebserkrankung. So, da kann man wahnsinnig viel Gutes mitmachen. Und insofern mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen und meine Frau genauso wenig. Wann immer wir eben irgendwann nicht mehr auf der Welt sein werden, werden wir trotzdem versuchen, dass möglichst viel Geld noch dann da ist. Weil je mehr Geld dann am Ende des Tages, wenn wir nicht mehr da sind, da ist, desto mehr Gutes kann man mit diesem Geld machen. Ja, also von daher gar keine Bange, also gar nicht, oder ich hoffe, dass man auch in den nächsten Jahren noch gute Renditen erzielen kann, dann bleibt eben, ich sag mal, für diese wohltätigen Zwecke einfach am Ende des Tages mehr Geld übrig. Ja, jetzt will ich noch mal einen anderen Punkt mitgeben, weil jetzt auch diskutiert wird, ob du Kinder hast. Nee, hast du nicht, ne? Nein.
Oft kommt ja aber der Punkt, der Autor hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Die with Zero. Und dann kommen natürlich, also das Ziel zu haben, am Ende mit null auf dem Konto zu sterben, was unmöglich ist, weil man eben nicht weiß, wann man stirbt. Aber da kommt ganz oft dann das Argument, naja, ich will ja meinen Kindern was vererben. Und du hast gerade Bill Gates angesprochen. Hier kamen auch die Kommentare, es seien statt 1 Million, was du erwähnt hattest, 10 Millionen. Ich habe mal parallel auch geguckt, so was ich auf den ersten Blick finden konnte, waren tatsächlich auch 10 Millionen. Aber nur Wirklich. als, ist ja egal, ja, nur Ich als habe ihn mal ich. irgendwann, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, mal in einem Gespräch gehört, eben, wo er eben in einem Interview diese Frage, und da war dann noch die Rede von 1 Million, aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Stand auch ist nicht bestätigt. Also ich habe nur kurz geguckt, aber kann man ja nochmal ausführlicher dann recherchieren. Wen interessiert, ist ja für die Aussage auch egal. Nur was ich meine, ist, dass dann viele argumentieren, naja, ich will ja meinen Kindern was vererben. Und ich will euch mal eine Frage stellen. Mit welchem Jahr glaubt ihr, erben durchschnittlich Kinder Geld von ihren Eltern? Könnt ihr ja mal ganz kurz eintippen, weil ich habe die Frage auch an Helmut im Vorfeld gestellt und du hast ja auch so ein Stück weit mal durchgerechnet. Wie war deine Rechnung? Ja, also es ist ja so, man kann es ja heute relativ einfach rechnen. Wir wissen heute, dass wir eine Lebenserwartung, sage ich mal, von ungefähr 80 Jahren haben. Ja, wir wissen heute, dass eben das Alter, wo eben Frauen das erste Kind bekommen, dass das so um die 30 ist. Ja, das Alter, also früher zum Beispiel, also vor 30, 40 Jahren, da bekam man das erste Kind, ich sag mal, irgendwo mit Anfang mit 20. Aber da war die Lebenserwartung auch noch nicht so hoch. So, also, aber de facto kann man sagen, irgendwo ist die wird man Erbe, wenn man selbst eben in der Regel so, ich sag mal, um das 60. Lebensjahr ist. Weil wenn, wie gesagt, die Eltern eine Lebenserwartung von 90 haben, ja, und die Kinder wurden geboren um das 30. Lebensjahr, bedeutet das eben, wenn die Eltern dann mit 90 irgendwann mal versterben, dann ist man selbst eben dann, wenn man eben in diese statistische Mitte fällt, ist man dann eben in der Regel eben dann eben 60 Jahre. Aber auch da, es gibt ja eben leider Eltern, die aufgrund von Krankheit oder Unfall früher sterben. Es gibt aber eben auch, ich sag mal, Eltern, die eben, ich sag mal, sehr viel älter werden. Ja, wenn man sieht, zum Beispiel der Prinz Charles, der ja jetzt auch mittlerweile über 70 ist, und er hat eine putzmuntere Mutter, die Königin von England, die jetzt, ich sag mal, Mitte 90 ist. Ja, also es ist auch das ist es gibt Wahrscheinlichkeiten, ja, aber auch das Leben behält eben ganz andere Realitäten dann bereit. Man weiß es halt nicht. Kein Mensch weiß, was mit einem Morgen passiert. Und das ist vielleicht auch ganz gut, ja. Also deswegen sage ich ja auch, man kann so finanzielle Dinge, man kann Karriere-Dinge im Leben, man kann vieles planen. Ja? Man kann sagen, sag mal, Reisen, die man sich irgendwann mal unbedingt noch genehmigen will. Oder wenn man eben tolle Hobbys hat, wenn man da irgendwas mal eben sich realisieren will. Das kann man alles eben ganz gut planen. Ob es alles 100% klappt, das wissen wir nicht. Ob das mit der Karriere wirklich so 100% klappt, wissen wir nicht. Aber man kann Dinge gut planen. Wann dein Leben auf dieser Erde zu Ende ist, das kann man eher relativ schlecht planen. Es gibt da eben im Prinzip gewisse statistische Wahrscheinlichkeiten, aber so what, ja. Also ich sag mal, wenn dir morgen, was ich nicht hoffe, wenn dir morgen Kopf fällt, ja, dann nützt dir die Statistik nicht viel, dass du eben im Prinzip, ich sag mal, ja, über 80 Jahre alt wirst. Ja, dann muss eben im Prinzip, dann sieht das Leben eben anders aus. Ja, so. Und wir wissen es nicht, und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja, und du hast genau die Antwort gegeben, die er in seinem Buch auch, ich glaube, in Amerika ist es bezogen. Durchschnittliche Erbe ist tatsächlich 60 Jahre. Und der Autor so sagt, und das sei ja mal bei uns in der Finanzcommunity auch dahingestellt, ich wünsche es uns allen, dass wir mit 60 finanziell auch durch sind, ja, so langsam. Und das heißt, das Erbe der Eltern hat gar keinen großen Hebel mehr dann, weil du dein eigenes Leben gelebt hast, weil du dir finanziell auch eigene Dinge aufgebaut hast und jetzt erbst du Geld und jetzt brauchst du das ja hoffentlich nicht mehr, ja? Und der Autor sagt, der größte Hebel, wann hat Geld den größten Hebel in dem Leben eines Menschen?
Ja, wann ist die Wirkung von Geld am höchsten? Und da gibt er die Zahl vor, 25 bis 34. Also in dieser Zeitspanne kannst du mit Geld in der Regel am meisten bezwecken, kannst Unternehmen gründen, etc. Ja? Und der Autor sagt, warum dann nicht den Kindern das Geld dann zur Verfügung stellen, ja, wenn es den größten Hebel hat? Und er sagt, ich fange einfach an, wenn meine Kinder zwischen 24 und 35 sind, ihnen das Geld zu vererben. Da hattest du einen Einwand. Ja, also sagen wir mal so, ich finde es wichtig, wenn man sollte Kinder an Geld heranführen. Ja, also den Kindern dann plötzlich mit 25 zu sagen, hier ist die Summe X, da ist mal eben ein Teil des Erbes, das kann eben fatal werden, weil der Umgang mit Geld muss gelernt werden. Ja, also wir erleben ja immer wieder, dass Menschen über Nacht beglückt werden mit zum Beispiel einem Lottogewinn. Und wir wissen auch aus Statistiken, dass über 80% aller Lottogewinner, egal ob sie jetzt, ich sag mal, eben den Jackpot mit 25 oder mit 55 bekommen, ihr Geld dann innerhalb von wenigen Jahren wieder verlieren. Ja, weil sie eben schlichtweg einfach ja, überwältigt sind von dieser Unsumme von Geld und mit diesem Geld schlichtweg nicht umgehen können. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Post geschrieben, weil es gab eine repräsentative Umfrage, was die Deutschen unter finanzieller Freiheit verstehen. Finanzielle Freiheit versteht die Mehrheit der Deutschen, wenn ich mich ums Geld nicht mehr kümmern muss, weil genügend da ist. Wenn ich so in Gelddingen denke, bin ich schon halbleite. Weil ich kann nur sagen, es ist anstrengend, ein Vermögen aufzubauen. Das merken jetzt viele Junge von euch, die eben, ich sag mal, wirklich mit kleineren Beträgen jetzt anfangen zu sparen und dann sagen, meine Güte, ist das zähflüssig, wie das mehr wird. Ja, die merken, das ist hart. Investieren, verzichten ist hart, wird aber später eben fürstlich belohnt. So. Aber dieser Umstand zu sagen, auch wenn ich jetzt erstmal 10 Millionen auf dem Konto habe, dann kann mir gar nichts mehr passieren. Ja. Man wird dann, wenn man das Vermögen hat, feststellen, dass es auch eine relativ große Herausforderung ist, dieses Vermögen zu erhalten. Weil man darf ja auch nicht vergessen, also man sieht das gerade bei großen Familienunternehmen. Es gibt weltweit nicht so sehr viele Familienunternehmen, die, ich sag mal, über die dritte, vierte Generation hinausgehen. Ja, weil dann ist mal irgendwann viel Geld da, dann übernehmen das irgendwelche Erben, die dann vielleicht einfach nicht das Händchen haben, wie vielleicht eben der Firmengründer, und verlieren es dann wieder. Ja, also das heißt, also auch Vermögen erhalten ist eine große Herausforderung. Man muss eben lernen, mit dem Geld umzugehen. So, und deswegen halte ich es für durchaus nicht ungefährlich, dann jungen Menschen plötzlich, ich sag mal, vorab vom Erbe viel zu geben. Es sei denn, man bereitet sie gezielt darauf vor. Ja, und dann macht es ja auch Sinn. Also ich sage mal, sehr vermögende Familien, also wo wir jetzt eben über große Millionenvermögen verfügen, die machen das ja auch. Und die machen das ja auch aus steuerlichen Gründen, weil es ist ja so, du kannst ja deinen lebenden Kindern alle 10 Jahre 400.000 Euro steuerfrei verschenken. Ja, also nehmen wir mal an, du hast jetzt, sage ich mal, mit 40 schon oder mit 50 schon ein riesengroßes Vermögen, ja. Wenn du dann stirbst, ja, und du hast dann, sage ich mal, 5 Millionen, was ein Kind bekommen soll, ja, du hast 2 Kinder und jedes Kind soll 5 Millionen bekommen, dann müssen die ja im Prinzip darauf dann eben Erbschaftssteuern zahlen. So, wenn du jetzt weißt, ich bin jetzt 50 und lebe noch 3 Jahrzehnte, dann kannst du zumindest in den nächsten 30 Jahren ja praktisch alle 10 Jahre jedem Kind praktisch schon mal vorab steuerfrei 400.000 Euro vorab verschenken oder vererben in Form einer Schenkung. Und dann ist das steuerfrei. Ja? Und dann muss das später auch, wenn dann eben das endgültige Erbe ansteht, eben nicht mehr versteuert werden. Das muss nur dann versteuert werden, wenn eben, ich sag mal, zwischen dem Erbfall und der letzten Schenkung dann weniger als diese 10 Jahre liegen. Dann fließen diese 400.000 Euro in diese Schenkung oder in diese Erbschaft mit ein, ja. Aber das ist ja auch das ist, glaube ich, auch ein guter Weg, und das machen auch viele sehr vermögende Vermögensinhaber, die dann eben mit ihren Kindern drüber reden, ja, und dann sagen, okay, ihr seid jetzt eben, was weiß ich, eben 30,
So, und wir wollen eben, weil wir eben ein entsprechend großes Vermögen haben, wollen wir euch eben vorab schon praktisch steuerfrei Vermögen zur Verfügung stellen. Ja, das ist bei sehr vermögenden Familien ist das gang und gäbe. Okay, Helmut, ich habe ja dein Ziel verstanden und was ich auch sehr cool finde, ist ne, für die Stiftung dann das gesamte Vermögen zu spenden. Aber sag mal, sparst du noch aktiv für die Zukunft? Also sparst du, machst du weiter? Reinvestition oder haust du dir die zumindest, ich sag mal, die Dividenden runter aufs Girokonto, ja? Also, Oder ich habe ja immer gesagt, so, ich möchte eine Sparquote von 10% haben. Und das heißt, die habe ich heute auch noch. Das heißt, also auch heute, das ist ja das, was ich sage. Und das ist ja auch so wunderschön. Und ich meine, das werdet ihr dann auch sehen. Ich meine, am Anfang 100 Euro zu sparen, tut richtig weh. Wenn man sich dann nachher dran gewöhnt hat, ja, wenn du dich einmal an diese 10% gewöhnt hast, ja, wenn du das dann, wie ich jetzt fast 40 Jahre machst, ja, du hast 40 Jahre lang praktisch immer irgendwo so circa 10% deines monatlichen Einkommens eben nicht ausgegeben, dann hast du dich dran gewöhnt und dann lebst du damit. Ja, ja. und auch heute noch, ist es eben so, dass ich eben im Prinzip dann, dieser Größenordnung 10, 15%, das war jetzt im letzten Jahr sogar erheblich mehr, weil man ja durch die Corona-Krise gar kein großes Geld ausgeben konnte, ja, weil du konntest ja eben keine Urlaube machen oder du konntest ja eben nicht allzu viel zulegen und kaufen. So, aber das wird jetzt hoffentlich nach Corona auch dann wieder irgendwann dann auf die 10% zurückfallen, dass man dann eben im Endeffekt auch wieder eben Dinge nachholt, die man jetzt einfach ja die letzten anderthalb, 2 Jahre jetzt nicht so machen konnte. Spannend, die Frage habe ich mir nämlich auch überlegt. Wie haben sich deine Ausgaben in den letzten Jahren entwickelt, seit du quasi im Ruhestand bist? Gibst du immer mehr jetzt aus oder immer weniger oder gleich viel? Wie ist da dein Konsumverhalten, geworden? Anfangs war es eben mehr. Und wenn ich heute zum Beispiel, man ist ja später immer schlauer, wenn ich heute sagen würde, wenn du eben sozusagen in Frühpension gehst oder Privatier wirst und du sagst dann, du möchtest eben mit 100% deines Gehaltes in Rente gehen. Das heißt, dass du es eben geschafft hast, 100% deines Arbeitseinkommens praktisch durch passives Einkommen zu ersetzen. So, dann gehst du nahtlos über. Stell dich fest, das geht nicht 100% auf, weil du solltest dann lieber mit 110 oder 115% planen. Weil jetzt kommt der Unterschied, weißt du, wenn du Arbeitnehmer bist, ja, und lebst von deinem Gehalt, ja, dann hast du ja nicht so sehr viel Zeit, weil du ja 40 bis 50 Stunden die Woche arbeiten gehst. Du brauchst dann noch mal vielleicht 2, 3 Stunden die Woche, um eben in die Firma oder zurückzukommen. So, das heißt, wenn du jetzt Privatier bist, dann hast du ja plötzlich eine ganz andere Tagesplanung. Ja, du stehst ja morgens auf und hast den ganzen Tag zur freien Entfaltung, praktisch, ich sag mal, genau dem nachzugehen, was du möchtest. Also praktisch deinen Hobbys und allen Dingen, die dir Spaß machen. Und da habe ich eben gemerkt, das, was du eben machen möchtest, wenn du es machen kannst, was Spaß macht, alles, was Spaß macht, kostet irgendwie Geld. Ja, sei es schöne Reisen machen, sei es eben, ich sag mal, mit Freunden dann eben häufiger eben irgendwo schöne Abende in einem Lokal zu verbringen oder was auch immer. Ja, aber du hast ja plötzlich eben die Zeit dafür. Ja, und deswegen würde ich heute sagen, wenn du dich finanziell so betten willst wie zu deinem Arbeitsleben, dann schlag auf dein letztes Arbeitseinkommen nochmal 10, 15% drauf, weil durch diese Zeit, die du gewinnst, ja, weil es ist tatsächlich so, die Arbeitszeit, die du im Büro verbringst, die verhindert, dass du gewisse Geldausgaben tätigst, weil du so eben nicht tun kannst, weil du eben im Büro sitzt und arbeiten musst. Ja? Und wenn du eben mehr Freizeit hast, wenn du mehr Freizeit hast, dann kannst du natürlich eben dein Leben auch dann ganz anders gestalten. Der Autor sieht es anders, Bill Perkins. Er sagt, der Nutzen des Geldes nimmt mit dem Alter ab. Warum? Weil deine Lebensenergie
und deine Gesundheit mit dem Alter sinkt. Das heißt, wenn du zum Beispiel 20 Jahre alt bist, dann kannst du mit einem Dollar oder sagen wir mit 100 oder mit 1000 Dollar, ja, kannst du, weiß ich nicht, Fallschirm springen, du kannst sportliche Aktivitäten machen, du kannst Wellenreiten, also du kannst dir ganz viele Erlebnisse kaufen. Wenn du jetzt 85 bist oder 90 bist, oder 92, ich weiß gar nicht, wie alt Warren Buffett ist, ja, Da der wird jetzt, kann mit, ist wie? jetzt 91 geworden. 91? Das Ja. ist ja, jetzt haben wir 2021, also ich glaube, 1. August hat er Geburtstag, also ist jetzt praktisch vor 3 Wochen ist er 91 geworden. Ja, also mit 91 kann er mit diesem Geld sozusagen nicht mehr so viel machen wie mit 20, weil Gesundheit und auch Lebensenergie, ne? Also deine Lebensenergie nimmt ja auch irgendwann ab. Wenn du jetzt 100, 128 bist, wie der älteste jemals gewordene Mensch, ja, weiß nicht, wie der noch drauf war mit 128, aber wahrscheinlich nicht mehr das sprühende Leben, ne? Und daher sagt sozusagen der Autor, gib zumindest dann auch einen Teil deines Vermögens dann aus, wenn der Nutzen des Geldes am höchsten ist, im Sinne von, wenn du die meist größtmöglichen Erfahrungen dafür kaufen kannst. Ja, also das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt. Nimmt denn für dich jetzt der Nutzen des Geldes mit dem Alter ab? Eben nein, weil man mit dem Geld dann andere Prioritäten setzt. Weil wie gesagt, wenn du mir heute die Frage stellen würdest, wann immer meine Frau und ich versterben, ob das jetzt, ich sage mal, 20 oder 30 oder ja, bei guter Gesundheit hoffentlich eben noch viele Jahre ist, dann sage ich, würde ich heute sagen, dann möchte ich lieber in 30 Jahren mit erheblich mehr Geld diese Welt verlassen als mit dem gleichen Geld wie heute oder mit weniger. Nicht, weil ich es eben, sage ich jetzt mal, brauche und benötige, sondern weil ich eben damit ja eben auch was Gutes tun kann. Und ich sag mal, und ich meine, deswegen machen das ja so viele Vermögende, werden Philanthropen, ja, weil das ist auch, genauso wie du jetzt sagst, dieser Fallschirmsprung, den du jetzt vor kurzem gemacht hast, der gibt dir irgendetwas. Der gibt dir irgendetwas, wo du jetzt möglicherweise eben, ich sag mal, jahrelang dran zehrst mit tollen Erinnerungen. Ja? Aber diese Erinnerung, also die Deutsche Kinderkrebsstiftung macht einen sogenannten Survivor Day. Den konnten sie jetzt die letzten 2 Jahre wegen Corona nicht machen. Ja, aber auf diesem Survivor Day da sind meine Frau und ich dann eben eingeladen. So. Und dieser Survivor Day bedeutet, da treffen sich zwischen 200 und 250 Krebskinder, die eben diese Krankheit besiegt und überstanden haben. Da sind dann eben Junge dabei, die gerade 22, 23 sind, die vielleicht, sage ich mal, eben mit 16 an Krebs erkrankt sind oder mit 15, ja, und dagegen dann eben ein paar Jahre gekämpft haben und ihn besiegt haben. Da sind aber auch, ich sag mal, dann 50-Jährige dabei, die das eben irgendwann mal vor 35, 40 Jahren hatten als Kind Krebs und besiegt haben, ja. So, und wenn du da siehst, was das für Menschen sind, ja, was die für eine Energie und eine Kraft haben, obwohl sie da eben, ich sag mal, ja, den Kampf ihres Lebens schon hinter sich haben, ja. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl zu wissen, dass du da, und wenn es nur ein ganz kleines Rädchen in dieser Stiftung ist, dass du mit deinem Geld da eben, ich sag mal, einen kleinen Beitrag dazu leistest, dass eben im Prinzip du heute, ich sag mal, einen Tag mit 250 jungen Menschen verbringen kannst, die möglicherweise vielleicht nicht mehr auf dieser Welt unter uns wären, wenn es eben nicht Menschen gäbe, die eben im Prinzip ihr Geld hergeben, damit man diesen schwerstkranken Menschen und mal eine Krebserkrankung eines Kindes ist ja nicht nur für das Kind ein Armageddon, es ist für die ganze Familie ein Armageddon. Ja, also das ist das Schlimmste, was es eben, oder mit das Schlimmste, was es gibt. Das ist ein wunderschönes Gefühl, ja. Und früher hat man sich motiviert, Geld zu verdienen, damit man eine tolle Reise machen konnte, damit man eben einen Fallschirmsprung machen konnte, damit man was auch immer machen kann, was einem einfach eine Erfahrung gebracht hat. Ja, was einem einen Mehrwert, eine Erfahrung gemacht hat.
aber auch in späteren Lebensjahren. Ja, ich meine, als 90-Jähriger ein Fallschirmsprung ist sicherlich was anderes jetzt. Wobei es gibt vereinzelt ja, glaube ich, auch 90-Jährige. Ich glaube, der George Bush, also der Vater von dem George Bush, dem zweiten, der ja, es waren ja zwei Bush-Präsidenten, der hat, glaube ich, mit 90 Fallschirmsprung vor einigen Jahren gemacht, kurz gestorben ist, ja. Aber ich sag mal ich glaube, man hat immer Möglichkeiten, ja, und man hat immer Möglichkeiten, eben zu definieren, ja, und ich sag mal, Ziele mit seinem Geld zu entwickeln, ja, und was einen dann fürchterlich zufrieden macht, ja. Ja, also ich sag mal, ich ärgere, also ich sag mal, wenn ich einen Steuerbescheid auf dem Schreibtisch habe, ja, und der ist nur über 300 Euro, boah, das ärgert mich so sehr, dass ich das dann eben an den weisen muss, ja, das geht halt dann nicht. Ja, also wenn ich jetzt, ich sag mal, mit meiner Frau eine Überweisung an die Kinderkrebsstiftung von 5 oder 10.000 Euro ausfülle, ja, das macht uns richtig Spaß, wenn das Geld weg ist, ja, das ist Cool. unheimlich schöne Sache. Ja? Und das ist ja, das, ich sag mal, ich bin mir heute sicher, dass viele von euch, die jetzt einen erfolgreichen Weg in den nächsten 10, 20 Jahren an der Börse machen, ja? Ich meine, nicht umsonst geben viele vermögende Menschen, also ich hatte bei der UBS in der Kundschaft auch viele, viele vermögende Menschen, die eben sehr viel Geld mit Unternehmen verdient haben, die dann, wenn sie das Unternehmen aufgelöst, verkauft oder sonst was haben, die dann eben im Prinzip Teile davon eben in wohltätige Zwecke. Ja, und wohltätige Zwecke kann ja vieles sein. Ja, damit kannst du kranken Menschen helfen, damit kannst du aber auch der Kultur helfen, damit kannst du, also du kannst dieses Geld eben, ich sag mal, du kannst in fremden Ländern, wo eine riesen Armut eben herrscht, kannst du eben Gutes tun. Ja, und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man das kann. Und wir haben schon wieder 21:04 Uhr. Ich denke, wir werden noch einen Teil 2 machen, Helmut, weil wir schon noch ein Drittel der Fragen haben. Ich will noch mal auf eine Frage heute eingehen gleich und auch noch mal auf das, was du gerade gesagt hast. Erstmal möchte ich mich aber bedanken auch. 29 Leute haben ein Abzeichen hier erworben. Wir sind bei $37, die werden natürlich gespendet. Das hilft enorm, dass dieser Livestream im Nachgang mehr von Instagram ausgespielt wird. Also dafür besten Dank. Und die letzte Frage für heute, die ich dir nochmal stellen möchte, weil du gerade ja, besondere Erlebnisse angesprochen hast, wie zum Beispiel mein Fallschirmsprung und auch, dass jemand mit 90 Jahren nochmal Fallschirm gesprungen ist. Also Helmut, ich würde nie wieder in so ein Flugzeug steigen und einen Fallschirmsprung machen, außer mit dir. Ja, also wenn du nochmal willst, dann steige ich tatsächlich mit dir da nochmal rein, aber sonst niemals, ja. Nee, aber das, was ich sagen wollte, also überleg's dir, aber was ich sagen wollte, ist, wenn du mal rückblickend auf dein Leben jetzt guckst, welche Investitionen in Erfahrung oder Schrägstrich Erlebnisse waren es so in deinem Leben, die die höchste Erinnerungsdividende gebracht haben? Da möchte ich dir noch ein Beispiel zu geben, was ich sehr inspirierend aus dem Buch hier fand. Der Bill Perkins sagte, sein Traum war immer mit 50 Jahren also zu seinem 50. Geburtstag in St. Barth, irgendwo in der Karibik, all die Freunde seines Lebens einfliegen zu lassen, gute Freunde, auch bekannte Kommilitonen, also all die Menschen in seinem Leben, die ihn bewegt haben. Und dann war er 45, er war 44 und wollte in eigenen Wochen 45 werden. Und seiner Mutter ging es schon nicht so gut und seinem Vater auch nicht. Und dann hat er gesagt, warum immer warten im Leben, ja? Und hat einfach diese Feier vorgezogen und zu seinem 45. Geburtstag die Feier veranstaltet. Eine Woche lang hat seine Lieblingsband gebucht für dieses Event, ja? Die haben das wunderbarste Fest verbracht. Und er hat einen großen Teil seines Vermögens dafür tatsächlich ausgegeben. Ein ganz, ganz verrückter Mann auch. Aber er sagte,
in der Zukunft, immer dann, wenn er diese Menschen getroffen hat, und das waren alle Menschen in seinem Umfeld, in seinem Leben, die er da eingeladen hat, sie hatten ein Grinsen und sie haben immer gesagt, weißt du noch, und haben gegrinst. Und genau das ist diese Erinnerungsdividende. Und er meinte, das war die beste Investition in seinem Leben. Und jetzt nochmal zurück zur Frage. Also, was waren so besondere Investitionen in Erfahrungen, Erlebnisse, die du so getätigt hast? Ja, im Prinzip es geht das ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ja, also ich sag mal, also ich sag mal, gute Beziehungen zu ganz engen Freunden sind sehr wichtig. Ja, und das können eben zum Beispiel auch schöne, wunderschöne Urlaubsreisen sein. Also zum Beispiel wir haben tolle Erlebnisse mit guten Freunden eben, ich sag mal, auf fantastischen Reisen erlebt. Und Reisen ist sowieso etwas, was uns was ja meine Frau und ich gemacht haben, seitdem wir uns kennengelernt haben vor jetzt 40 Jahren, weil Reisen war immer etwas, was uns gut gefallen hat, ja. Und auch aus Biografien, die ich von erfolgreichen Menschen gelesen hatte, ja. Und man sagt ja auch, es gibt dieses Sprichwort, Reisen bildet, ja. Und das ist auch tatsächlich richtig so, ja. Nicht jede Reise, aber wenn du eine Reise richtig organisierst, dann kann sie deinen Horizont extremst erweitern. Ja, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo an den Strand nach Spanien fliege und dort, ich sag mal, dann nur 14 Tage, jeden Tag 10 Stunden an derselben Stelle am Strand verbringe, ja, dann ist, sage ich, der Bildungseffekt dieser Reise eben anders, wirklich versuche, Land und Leute intensiv kennenzulernen. Also zum Beispiel meine Frau und ich, wir sind auf unseren Reisen auch immer auf die Leute zugegangen. Ja, und haben dadurch eben auch Freunde eben gewonnen. Oder zum Beispiel, ich hatte ja das Glück, auch bei der UBS eben extremst viel unterwegs sein zu müssen, weil ich ja eben Kunden auf der ganzen Welt hatte. Ja, und auch heute haben wir eben dadurch, obwohl ich ja praktisch jetzt schon seit 2012, 2013 nicht mehr bei der UBS bin, treffe ich mich, also praktisch, da sind aus Kunden eben mittlerweile sehr gute Freunde geworden, ja, die jetzt eben von meinen Nachfolgern bei der UBS betreut werden, ja. Und das sind eben Dinge, die mir unheimlich viel geben, meiner Frau und mir, dass wir eben im Prinzip diese Kontakte aufrechthalten können, dass wir so, und es ist natürlich so, wenn du dich jetzt eben zum Beispiel, wir schreiben ja an der Börse jetzt öfters über China, seitdem wir da so ein bisschen Irritationen an der Börse haben. Und das ist eine ungeheure Horizontserweiterung, wenn du jetzt nicht nur aus dem Handelsblatt, wenn die mal wieder einen Artikel über China und Alibaba schreiben, sondern wenn du wirklich auch dann mit Chinesen sprechen kannst, ja, und einfach dir mal anhören kannst, wie schätzen denn die Chinesen die Lage in ihrem eigenen Land ein? Denn dass wir von außen uns manchmal sehr irren, was Entwicklungen in einem Land angeht. Das erleben wir jetzt leider Gottes in Afghanistan, ja, wo ich sag mal, der Westen praktisch 20 Jahre lang hat, eben im Prinzip etwas herzustellen, aufzubauen, was jetzt innerhalb von Tagen, ich sag mal, irgendwie wie, ja, die heiße Luft zusammengefallen ist. Ja? Also das heißt, die Blickweise, wie sehen die Menschen eben eine Entwicklung eben in ihrem eigenen Land? Also einfach mit diesen Menschen eben, ich sag mal, dann sie sehen zu dürfen, sie sprechen zu dürfen, sie besuchen zu können, das sind schon Werte, die meine Frau und ich sehr, sehr, sehr schätzen. Ja, mega cool. Helmut, besten Dank für den Livestream heute. Wir machen Teil 2 definitiv. Ich habe es nur im Auge beobachtet. Teilweise waren über 1000 Menschen heute parallel da. Also der Wahnsinn, richtig coole Community. Ich werde den Termin bekannt geben. Ich habe heute auch kurz mit Jakob Mehren gesprochen. Das ist einer meiner Berliner Immobilien Vorbilder hier, der hat mit nichts angefangen, hat mehrere tausend Wohneinheiten aufgebaut. Mit dem werde ich im Oktober auch hier sprechen, via Livestream. Und wir kriegen es hoffentlich vorher hin. Helmut, das schon mal damit das Thema noch frisch ist. Aber geben wir bekannt, ja, im Anschluss gerne kommentieren den Livestream, ob es euch gefallen hat. Wir können es ja mal an eine Bedingung klopfen. Ja, nur wenn ihr fleißig kommentiert, machen wir Teil 2. Aber ich bin da optimistisch, damit, wie gesagt, der Instagram-Algorithmus hier auch befriedigt wird. Alles für den Algorithmus, immer wieder sage ich es. Und
Helmut, besten Dank, schönen Abend an alle, die dabei waren Sage ich und auch vielen noch ein Dank. paar Worte von dir. Vielen Dank, Maurice, dass du das organisiert hast. Ja, und wie gesagt, ich freue mich dann auf Teil 2 und dann, weil ich glaube, das ist ein Thema, da kann man eben noch sehr viel eben drüber diskutieren und das macht mir dann Freude. Ja, soll ja spannend bleiben, deswegen die besten Fragen kommen in Teil 2. Bis dann, Helmut. Ciao euch. Tschüss.